Hey, yo, was geht? Wir sind zurück und ich meine eigentlich, ich bin zurück mit einer neuen Reaktion. Nachbeben von Alligator. Ey, wir hatten schon ein paar Alligator-Tracks auf diesem Kanal. Ich kenne ja, ich sag mal, die ganzen, wahrscheinlich nicht alles von den alten Sachen, ja, aber doch, ja, schon einen gewissen Teil. Und deswegen mache ich auch immer zu den neuen Sachen hier Reaktionen, weil ich die Mucke und auch die Lyrik sehr feier, die Alligator immer an den Tag bringt. Und es sind auch immer witzige Sachen, es sind auch immer vielleicht politisch relevante Sachen. Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Wir hören direkt in den Song rein. Alligator Nachbeben, let's go! Ich baller mit den krankesten Video-Content, Jihadi John Shit, E-Fucked und Bondage, sehr Artikel von Hold on, Kredo hold und on, hold on, Konflikt. hold on. Okay, er fängt sehr schnell an. Okay, ich habe schon krass Probleme mit dem Text erstmal zu folgen. Da war halt auch irgendein Vergleich schon drin, direkt am Anfang. Ich baller mit den krankesten Video-Content, Jihadi John Shit. Jihadi John Shit? Okay, I don't know. I don't know, wer das ist. Fakt und Bondage, sehr Artikel von Kriegen und Konflikt. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht, denn ich hab alles gesehen. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht, weil ich habe alles gesehen, okay? Ich bin kalt geworden. Alrighty, man. Artikel von Kriegen und Konflikt. Meine Mimik ist wie eine Betonschicht, denn ich hab alles gesehen. Außer vielleicht einen Mann, der seinen eigenen Kopf isst. Also noch nicht, mich schockt nichts, I wear meist. Ich meine, wer kommt auf solche Vergleiche, Mann? Außer ein Mann, der seinen eigenen Kopf isst. Ich habe alles gesehen. Ey. Also noch nicht, mich schockt nichts. I wear my sunglasses im Darknet, ja. Inkognito Tabs, die Qual der Wahl. Ich bin Spartiat, wenn nur mit dickem Fell werd ich kein schwarzes Schaf am Arbeitsmarkt. Denn ich AKW in Ära, um die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Gute Ketamine zu bösartigen Spiegel. Okay, das wird schon wieder politisch, Mann. Er sagt, ich acker jeden Tag. Ich weiß nicht mehr, was da rein war. Um mir später Sachen leisten zu können, wie eine Burnout-Therapie. Find ich schön gesetzt, finde ich schön gesetzt, okay? Als Magd, ich AKW in Ära, um die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Gute Ketamine zu bösartigen Spielen ist die Königsdisziplin. Abends in der Küche. Hold on, was sagt er über Ketamine? Sorry, dass ich so oft pause, aber ey, sorry, dass ich so oft pausiere, aber das ist echt schwierig zu folgen, weil es so schnell ist, Mann. Die Kröten zu verdienen und kann mir später Dinge leisten, so wie Burnout-Therapien. Gute Ketamine zu bösartigen Spielen ist die. Gute Ketamine zu bösartigen Spielen. Meint er auch wieder Bondage, was er am Anfang meinte? Die Königsdisziplin. Abends in der Küche mit der Psychoterroristin. Werde ich zum Poet, wir reden Mensch mehr Gedichten, denn ich lebe in der Beziehung mit verbalen Waffengürteln. Es wäre doch keine Liebe, wenn wir uns nicht hassen würden. Diese Fratzenbücher, Kommentare sind meine gute Nachtlektüren und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben. Okay. Also er spricht da nochmal Keyboard Warriors an. Leute, die in die Kommentare gehen und Sachen da reinschreiben. Und dann sagt er selber, er haut in die Tasten, als würde er für Wacken üben. Alrighty, man. Also da ist so viel drin. Honestly, ich habe noch nicht ganz den Clou gekriegt, worum es hier jetzt generell geht, weil er hat sehr viele Sachen angesprochen. Bücher, Kommentare sind meine gute Nachtlektüren und dann in die Tasten prügeln, als würde ich für Wacken üben. Elf. Unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart bis viel und abends in den Schlaf legen. Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben. Erstmal schön gesungen und das, was er jetzt mehrfach angesprochen hat, hat er jetzt auch nochmal gesagt: Seele mit Porzellan. Also quasi, wir werden kalt, wir werden ja entweder, was er gesagt hat, mit Stahl, wir werden hart oder wir werden halt, naja, zerbrechlich wie Porzellan. Also, das habe ich jetzt hier raus gelesen und der Track Nachbeben ist auch: Wir kriegen das Ergebnis erst später von dem, was wir machen. Alright, ey. Sehr viel Deutungspotenzial mal wieder hier drin bei Alligator. Deswegen liebe ich auch diese Songs. Ja. Und immer ein bisschen Witz dabei, Amena. Ich drück. Ich drück. Ich drück.
Hiroshima, noch ein Trauma, hoppala. Versiegel ist mit Heisenberg-Kristall. Wir müssen ganz feste feiern, bis wir fallen. Puh. Hold on. Ich drück den Knopf Hiroshima. Noch ein Trauma, hoppala. Okay. Pass auf deine Taten auf, Mann. Das ist auch ein bisschen dieses hier, ne? Versiegel ist mit Heisenberg-Kristall. Wir müssen ganz feste feiern, bis wir fallen. Push. Ich scroll ein Jahrhundert im Bruchteil einer Sekunde ins Unterbewusstsein. Leute, die diesen Artikel geliked haben, interessieren sich auf Verstricke und Leiter. Klicken sie weiter zu Hause. Ja, okay. Und Algorithmen, Datenklau. Ist auch ein Thema hier bei ihm. Stimmung wie im Führerbunkergift. Also mache ich wieder eine Überstundenschicht mit müdem Tunnelblick. Egal, ob mich der Chef beleidigt. Nur noch 36 Jahre bis zum Renteneintritt. Klar kann ich dir eine Niere und ein Ei braten. Ich kann alles außer Nein sagen. Ich kann dir eine Niere und ein Ei braten. Er sagt auch, nur noch 36 Jahre bis zum Renteneintritt. Ich habe eine Story gehört. Jetzt auf der Arbeit, dass eine, die da gearbeitet hat, war vorher in einem Job. Die haben immer, wenn sie ihre PCs gestartet haben, hat ihr PC ihnen gesagt, wie lange sie noch bis zur Rente, wie viele Stunden sie noch bis zur Rente arbeiten müssen. Da standen dann, keine Ahnung, 36.000 Stunden oder so. Bro. I don't know. Eines Tages sagen sie, werden mal deine Träume wahr. Ich hoffe nicht, denn ich träume schwarz. Gute Nacht. Unser Kopf ist aus Stahl. Wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Nachbeben, bloß ein Schock. Doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellanläden. Nachbeben. Krass, dass er immer so mit der Gestik so übertreibt in seinen Videos auch. Was natürlich sehr dramatisch ist und auch eher so im Theatergenre eigentlich vielleicht seinen Ursprung findet, ja. Okay, bra. Gitarrensolo. Kurz mal. Meint ihr, er hat das Gitarrensolo selber eingespielt? Ich kann es mir echt vorstellen. Das wäre Alligator, Mann. Ey. Trotz seinem Leben voller Folterszenen habe ich keine Folgeschäden. Er hat es schon verbessert. Sollte es so sein, dass es kein Wort ist? Trotz seinem Leben voller Folterszenen habe ich keine Schollgefäden, Folgeschäden. Schollgefäden? Nee, ist kein Wort. Nur in den Nackenmuskeln, manchmal ein Achselzucken. Ich hab richtig getippt im Lotto, ich bin mitten im Model in den Flitterwochen. Ich bin nicht beeindruckt, ich sitz auf Kosten, vom Blitz getroffen, im Genick gebrochen. Alles kein Beinbruch. Und wie ich so mit leerem Blick über Dinge grübel, bemerke ich auf einmal, dass ich mein Kind verprügel und dabei Geräusche mache wie ein Pinscherrüde. Alles okay? Ich bin nur müde! Dabei dachte ich, dass ich mein Leben... Okay, hold on. Wir gehen nochmal kurz zurück. Ich will nochmal die Story verfolgen. Da waren sehr viele Kettenreime jetzt drin. Vom Blitz getroffen, Genick gebrochen. Alles kein Beinbruch. Und wie ich so mit leerem Blick über Dinge grübel, bemerke ich auf einmal, dass ich mein Kind verprügel und dabei Geräusche mache wie ein Pinscherrüde. Alles okay? Ich bin nur müde! Okay, er verprügelt sein Kind. Ist natürlich hier bildlich gemeint, beziehungsweise er spricht natürlich nicht für sich, sondern für eine andere Person, die im Lotto auch gewonnen hat und so weiter. Macht dabei Geräusche wie ein Pinscherrüde. Auch ein schöner Reim natürlich. Also Kind verprügelt, Pinscherrüde. Was war das davor? Weiß ich jetzt gerade nicht. Dachte ich, dass ich mein Leben zum Guten wand, doch bin wutentbrannt im Unruhestand. Ich so, vorbei ist vorbei, juckt meine Seele so, Einspruch. Unser Kopf ist aus Stahl, wir sind hart, bis wir uns abends in den Schlaf legen. Nachbeben, bloß ein Schock, doch noch Jahre danach sind unsere Herzen Porzellan. Ey, wie gesagt, schöner Gesang, auch sehr, sehr, sehr markant immer seine Stimme. Und ja, ich kann es nochmal zusammenfassen, aber ich hab das zum Glück ganz richtig gecatcht, dass es wirklich dieses Nachbeben ist gemeint, dieses nach Jahren kommt das zu einem nochmal zurück. Auch ein bisschen Karma vielleicht, ne? Aber vielleicht ist das vielleicht schon zu viel gedeutet hier an dieser Stelle, ne? Aber das quasi unsere Taten ja später zu uns zurückkommen oder wie auch immer, dass unsere Seele nach langer Zeit uns zeigen kann, was wir getan haben oder was wir falsch gemacht haben, ja? Pass auf.
Dafür gibt's keinen Prothesenbau, ah? Für die Seele, ja? Für die Seele gibt's keinen Prothesenbau. Macht das Richtige, Mann. Macht das Richtige für euch selber. Ey, das ist die Aussage hier. Ey, Alligator, ich fand den Song sehr schön, mal wieder sehr geil. Double Time gefällt mir, Gesang gefällt mir. Auf den Beat habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber anyways. Und Aussage natürlich auch wieder top-notch hier bei Alligator. Also, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alligator kommt auf jeden Fall wieder auf den Channel. Aktiviert die Glocke, ihr wisst, wie es läuft für den Algorithmus. Könnt ihr natürlich auch noch liken. Und ansonsten, ja, bin ich euch sehr dankbar dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video oder zu einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Hallo, tschüss, bis zum nächsten Mal.